Moin Moin Leute, herzlich willkommen zum El Clasico mit dem guten Goro bei. Alter, dein Angriff! Das war so das Erste, was ich gehört habe. Und mit Luka Modric, Leute. Ihr seht ihn da links schon, der macht heute eine Bude, Goro. Ja? Warte mal, wieso ist der nicht aufgestellt? Wo ist er? Hier ist er da. Boah, wir wissen nicht, ob die Leute hier verletzt sind. Ja, wir wissen es wirklich nicht, Leute. Mein Torwart hat nur 81? Was haben die denn für ein scheiß Torwart? Ja, okay. Ah, ich hab Bale, ich hab Ronaldo, ey Goro, das wird wieder so ein Spiel. Ist Messi verletzt? Nee, ne? Weiß ich nicht. Nimm ihn einfach, die Leute wollen was sehen. Die Leute wollen was sehen. Ich hab auch Benzema aufgestellt, obwohl er sein Porno-Tape veröffentlicht hat. Oh, das ist ja wohl nicht wahr, was war das für ein Ding, ey? Obwohl er so ein Porno-Tape veröffentlicht hat. Ja, hat er doch, aber von sich halt nicht vom anderen. Oh, das wäre ein geiles Spiel, ey. Auf so eine Spiele freue ich mich immer, Goro. Ja? Madrid-Barca, das kann nur gut werden, habe ich gehört. Außer es wird wieder so ein 7-3, dann bin ich schon wieder bedient. Du hast Suarez im Sturm, ne? Aber du hast Ramos, der kann hier auch nochmal fliegen. Da geht noch einiges, Junge. Da ist der Messi! Wo? Weiß ich auch nicht. Hier, Pep, der wird noch gelb kriegen im Laufe der Partie. Das ist so einprogrammiert bei FIFA, der kriegt in jedem Spiel die gelbe. Oh, Toni Kroos, Leute! Toni Kroos, und ihr wisst, was der für geilen Schuss hat. Schade. Ah, oh, scheiße, die waren dann Suarez, bester Stürmer, ey. Hab schon ein bisschen Angst, dass du mich beißt. Boah! Oh, Iniesta! Die beiden Mannschaften sind einfach krass, ey. Das ist einfach, die Flanken, jeder hier vorne kann flanken, es ist ja unglaublich egal. Jeder kann auch schießen. Ja. Messi, Ronaldo halt wieder, ne? Oh, komm schon, Ronaldo. Ah, da wollte Ronaldo zu viel. Da dachte er so, ey, die können bestimmt auch so gut rennen wie ich. Aber ihr kennt ja Ronaldos Fernschuss. Wow! Okay, das war ziemlich krass, hatte ich nicht mitgerechnet, dass der reingeht. Alter Vater, der Ronaldo, Junge, ey. Den will ich haben bei Inform-Dingens und so. Guck mal. Da, geht er durch. Und dann dachte ich, der schießt vorbei, aber dann unten ins Eck rein. War mal ein gutes Tor von Grants, er lag sich normalerweise. War mal ein gutes Tor. Was ist denn an den Toren, wo es gegen Pfosten geht, schlecht? Gar nichts, du lagst dich halt durch. Dann mache ich jetzt da unten zu Bale. Oh! Hast du Angst? Nee. Sei ehrlich! Ja, okay, ich hatte Angst. Benzema spielt ja. Ja, hab ich doch gesagt, ich hab den trotzdem aufgestellt. Bist jetzt sauer? Weil er Porno-Tapes hat? Ja. Bisschen vielleicht. Sonst hätte ich auch Griezmann, glaube ich, ne? Oder wen habe ich nochmal? Ach ja, Madrid spielt auf jeden Fall nicht Griezmann. Wo dann? Bei Atletico Madrid spielt er. Och, Marcelo. Oh, Luka Modric! Auf Gareth Bale! Oh! Schade! Den hat Claudio Bravo hat er gefangen. Ist ja gar keiner von dir. Hast du wieder Abwehrriegel angemacht, oder was? Was hast du? Hast du wieder einen Abwehrriegel angestellt? Warum? Ja, hier, weil Ronaldo hier. Bei Zack! Guck dir den an, Junge! Wuhu! Oh, schade. Ich will zu Dani Alves. Ich mach mich schon wieder selber verrückt, weißt du? Machst dich selber wieder, fühlt sich selber wieder ein bisschen geiler. Ja, ja, und dann finde ich wieder 7-3. Oh Gott, Messi, geh kacken, Junge! Oh! Weg damit! Oh, den hätte Suarez nochmal im Nachschuss. Oh, das ist groß, aber böse. Erwischt. Wieso schießt du nicht mit Messi? Na gut, hätte ich auch Suarez, genau. Das ist halt, ich habe halt die Qual der Wahl, mit dem ich schießen soll. Kenne ich. El Clasico, ey. Würde mich mal interessieren, wie viele Leute sich das eigentlich wirklich auch anschauen hier von euch. Also, jetzt das echte Spiel. Ronaldo, komm mit dem zweiten jetzt. Das ist nicht wahr! Was macht Bravo? Da ist da der. Da ist doch wieder der Controller geflogen, Goro. Ja. Was soll ich mal? Guck dir das an jetzt bitte einmal. Da. Den hat er gut gehalten und dann. Ja, also. Ich habe aber auch Lupfer gedrückt, ne? Ja, das nützt ja nichts, dass der Typ halt trotzdem nach hinten laufen kann und sich den Ball fangen kann. James Rodriguez, Freunde.
des guten Fußballs. Kramis heißt er nicht, Jane. Achso. Jetzt werde ich ja noch von Goro gedisst, nur weil ich führe, Alter. Oh, was ist das wieder für ein Pass gewesen? Perverser Porno-Pass, oder? Oh, da ist Ronaldo, Leute. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, was? Wie hast du das geschafft? Erstes Spiel bei Rage, bitte. Ey, ich bin bei 7-3 drin geblieben. Ja. Hätte ich nicht gemacht. Ja, laber nicht. Hättest du auch gemacht. Kann man doch nicht machen, wenn hier Leute zugucken. Wird ja nicht veröffentlicht auf meinem Kanal. Ja, auf deinem, aber auf meinem. Da kommen doch die ganzen Leute mit rüber und sagen dann, oh, der Guru Boy ist ein Rage Quitter. Oh, Luka Modric soll auch noch eine Bude machen, eigentlich. Ich liebe den. Iniesta jetzt, pass auf hier. Ja. Rakitic, oh Gott, den müssen wir faulen, Leute. Der hat einen krassen Schuss. Diverse Tore sind da schon im Ultimate Team gefallen. Flanke vom Messi. Und da ist der Iniesta. Wie? Ey, das musst du mir immer verraten, wie du es immer schaffst, aus so einem Winkel rechts daneben zu köpfen. So links okay, aber rechts. Das ist physikalisch unmöglich. Weiß es nicht. Aber das musst du mir mal erklären. Ja, das machst du so oft. Ja, also ich meine, gut, ich weiß, dass du sie mit Absicht machst, aber hoffe ich mal. Mach ich mit Absicht eigentlich. Oh, Benzema! Da. Ich habe damals, als ich bei Alliance reingekommen bin, hieß das, wenn du einen Orakel mit Rance machst, dann musst du ihn gewinnen lassen, so das erste halbe Jahr. Hab ich gesagt, Mensch, kein Problem. Das 7-3 war halt dann so ein... Ich darf ab und zu mal gewinnen, im Übrigen. Und dann spielt Goro halt so, wie er eigentlich immer spielen würde. So wie bei dem 7-3, da hat er halt wirklich mal ganz normal gespielt, so hat er sich halt gar nicht zurückgehalten. Ja. Ich habe gefragt. Ich hab bei... Bei Dings habe ich angeschrieben hier. Schnuga habe ich gesagt, Mensch, wie sieht's aus? Kann ich. Wieso mache ich das Ding denn nicht? Kann ich wenigstens ein Länderspiel, Freundschaftsspiel in Wirklichkeit spielen? Oder ich sag, ja, eins kriegst du. Eins können wir. Aber nur wenn es abgesagt wird. Aber das war eben auch echt wieder schlecht von mir, muss ich auch mal jetzt gestehen, aber jetzt kommt Modric mit dem. Oh! Das ist nicht wahr, Goro. Du hast da auch nur 500 Leute hinten drin stehen, wa? Ich habe nur 11 Spieler. Hä? Oh, Ronaldo, Leute! Was hat Neymar da gemacht? Weiß ich auch nicht. Aber ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass ich das eben zum 3-0 nicht verwandelt habe, wie ich alleine auf den Torwart losgerannt bin. Das war sehr schlecht. Zumindest schießen hätte ich gemusst. So, und wir kennen Cristiano Ronaldo, der ist immer egoistisch und macht das Ding selbst rein. Oh! Wäre auch unverdient gewesen. Marcelo, da kann man auch mal ein bisschen aggressiver gegen Messi gehen. Oh Gott, ist der schnell, ey. Ich renn schon mal in die Mitte, du Pflanzen-Story. Nein! Och, Mann! Die sind auch manchmal ein bisschen komisch unterwegs, die Leute. Gerard Piqué! Wieso ist er da so weit rausgerannt, Freunde? Shakira, sag ich zumindest, ne? Ja, my hips don't lie. Hips don't lie, genau. Okay, Leute, jetzt muss ich ein One-on-One mit hier ihm hier machen. Shit. Jetzt ist Goro wieder im Spiel. Ich hasse sowas. Ey, was macht denn der Ronaldo? Luis! Unten. Habe ich gesehen, aber... Außerdem, eins mache ich eh noch mit Modric. Das bin ich ihm schuldig. Für all die schönen Momente, die er mir im Orakel beschert hat. Okay, Leute, ich weiß genau, wie man mit Modric schießen muss. Oh! Weißt du? Zu doll! Ich hab zu doll! Okay, ich muss auch mal wieder runterkommen. Ich bin total aufgedreht. Du bist total aufgedreht, ne? Das kommt nicht gut, dann verliere ich immer. Möchtest du schon eine rauchen? Ja. Kurze Pause, Leute. Kurze Pause, Girls geht an rauf. 4 Schüsse aufs Tor, Goro 3. Es ist ein ausgeglichenes Spiel, anders kann man es ja nicht sagen. Es ist ziemlich ausgeglichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was soll ich tun? Kann niemanden wechseln. Warum hat Ronaldo einen Pfeil nach unten? Das ist unfair. Hey, bist du da, Goro? Nee, war kurz weg. Okay, dann spiele ich jetzt mal wieder weiter. Ich mach so Anstoß, du bewegst dich einfach nicht. Ich so, ja. Ja, meine Freundin guckt dir gerade rein, die ist gerade nach Hause gekommen. Oh. Und ist sie, aber ist sie sauer, schon, dass du schon... wieder verlierst, oder? Was? Ist sie sauer, dass du jetzt gerade wieder verlierst, oder? Sie hat ja das Modric, Tor Leute! Oh Mann! Das... Ey, du hast mich behindert! Hat ja das Tor von Gerard Piqué gesehen, oder? Ehrlich jetzt? Was? Ja, klar. Freistoß für mich.
Ja. Okay, eben war ein bisschen zu doll, Leute. Machen wir es diesmal so. Ist doch nicht wahr. Mit Ronaldo schieße ich 10 Meter drüber und mit diesem Bundesliga-Fatzkes da. Lattenhart meinst du? Ja, da mache ich das Ding rein. Neymar wäre oben durch gewesen. Ja. Ne? Oh Mann, Goro! Okay, ich muss jetzt erstmal durchatmen, Leute. Neymar! Gareth Bale. In der Verteidigung? Ja, ist überall Goro. Guck dir mal, wie schnell er ist. Luca, das war ja wohl nichts. Jetzt unten auf Ronaldo. Komm, Karim, ey, das ist nicht dein Ernst. Alter, Goro, das ist mir zu spannend. Ich hasse das. Ey, das... Iniesta. Da hast du auch meinen Typen richtig so krass behindert. Goro ist nur noch am Drücker jetzt gerade, aber was war denn? Das war eigentlich ein Pass im Übrigen, wollte ich es immer gesagt haben. Mein gut, Rakitic hat einen guten Schuss, das wissen wir alle, aber so einen guten dann auch nicht. Karim. Krass. Ich bin King Kong, oder? Ja, so schön, wenn man Sextapes veröffentlicht. Ja, so, genau so fühlt man sich dann. Oh, ich kann auch gar nichts sagen irgendwie am Anfang, ne? Oh Mann, ey, das ist mir zu spannend, aber sowas musste sein. Ich brauchte jetzt noch ein Tor. Luka Modric. Luka Modric, Leute! Okay, komm, mach's allein, Junge! Ich gönn's dir doch nicht! Was machst du denn jetzt? Der rennt so da durch die Abwehr und dann sowas! Den krieg ich doch niemals, ey. Oh Gott, Goro. Goro! Oh! Was war jetzt? Abseits? Nee, gar nichts, okay. Nee, einfach vorbei. Weil es so ruhig war. Irgendwie, dass die Fans rasten ja noch nicht mal aus. Was ist denn los? Ah ja, ich habe ja mal Heimspiel. Alter. Wieso willst du Modric immer faulen? Was hat er dir getan? Du willst jeden faulen? Jetzt habe ich es begriffen. Endlich. Jetzt hat meine Taktik durchsaugt. Denke ich jetzt auf Abwehrriegel. 68. kann man auch mal auf Abwehrriegel schalten. Als Real Madrid. Oh, was war das für ein cooler Ball? Guck mal, wie deiner abgewunken hat. Das war das hier einfach erstmal so gesagt. Dann geht er nicht mehr. Ivan! Bale hätte ich ja so gerne im Ultimate Team, ne? Ich finde Bale gar nicht so gut mehr, ne? Echt nicht? Nee. Die letzten 2 Jahre hat er ganz schön abgebaut. Oh, fuck. Neymar. Aber im Ultimate Team, ey, wenn man den da... Ja gut, die Werte sind gut, aber ich finde halt im realen Leben spielt er halt nicht so geil. Ronaldo! Der Cristiano, Leute. Kann sich auch mal gegen 3 Leute durchsetzen. Rakitic. Rakitic ist halt eher so der Fernschütze, Goro. Wer ist denn hier verletzt? Oh, Ronaldo. Ah, muss Ronaldo auch mal einfach einen Trick machen, so mittendrin im Spiel. Och ja, guter Pass zu Neymar. Boah, die sind ja alle auf hier. Ja, wir rennen ja auch die ganze Zeit mit denen, wie bekloppt. Was mach ich denn jetzt? Das ist das Problem von Barcelona, die haben keine... Zu viele gute Leute, oder was? Haben keine Ersatzspieler. Oh
Oh, Gareth! Scheiße, das ist jetzt eine richtig gute Chance. Unten läuft vor allem wieder einer und wir kennen die Pässe von Goro. Alter. Hättest du was machen können. Hätte er mal lieber sich durchgebissen. Er war verletzt, deswegen. Ach so. Nee, nicht Suarez, Iniesta war verletzt, deswegen. Das war der, der den Pass gespielt hat. Ja, aber der Pass war doch gut. Was? Der Pass war doch gut. Ja, aber ich wäre gerne noch weitergegangen. Ach so. Oh, komm, Ronaldo, musst du machen. Jo! Ist das ein Hattrick von Ronaldo? Nee, zweite. Wer hat da noch die Tore gemacht? Achso, James und... Benzema. Und, weiß ich nicht. Benzema, stimmt, ja. Mit seinem Godzilla-Move. Aber noch ist ja nicht Ende hier. Wir können noch ein bisschen was machen, Leute. Du gehst echt sehr oft über Neymar, muss ich dir lassen. Ja, ich müsste mir über Messi gehen, aber... Ja, wundert mich auch. So, ey, ich hab Messi, aber... Nein, ich hab auch Neymar. Ja, es ist halt die Frage, über wen man geht, ne? Oh, Ronaldo, schade. Das wäre sein Hattrick gewesen. Oh. Sergio Ramos. Oh, da war's, das war auch mutig, ey, dass du da grätscht. Ja, aber ich habe ja eh nichts zu verlieren. Bei Messi ist halt auch auf. Die sind alle auf. Ja, bei mir aber auch. Ist halt aber so. Ecke. Ja, krass, ne? Das ist noch eine Ecke gibt. 5-1 jetzt. Hol den Torwart nach vorne. Ja, mach doch. Jetzt kommt der Torwart dahin gerannt, ey. Ich bin auch da. Oh! Nee, das wird 4-1, ja. Ja, 4-1. Ah. Könnte sogar in Wirklichkeit passieren, aber... Ja, Barca spielt aktuell irgendwie nicht so gut. Am Anfang habe ich halt echt gut gespielt und dann habe ich mich selber wieder so hochgepusht, dann war ich wieder richtig schlecht und dann habe ich am Ende wieder konzentriert gespielt. Da muss ich sagen, hat Grants heute wieder gut gemacht. Keine Lackdinger heute. Doch heute war nicht. Halt. Ja gut, heute waren es halt auch gute Spieler, ne? Na, also... Gut, Leute, wenn euch solche internationalen Top-Spiele gefallen, lasst einen Daumen da und ansonsten sehen wir uns im nächsten Orakel, würde ich fast behaupten, wa? Genau, haut rein, Leute! Tschüss!